So, und jetzt nicht andere Basis, ne? Ja. So, zieh mal hoch, mach da eine Schneise durch den Wald. Oh. Ja, die KI hat definitiv Probleme. Vor allem jetzt durch die ganzen Bäume. Klick, klick. Oh, klick, klick ist nicht gut. Ich muss den Schwarm jetzt echt nach Hause bringen. Das kann nicht gut sein. Ich versuch mal wegzulaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, die kommen hinterher. Lauf, 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 lauf. Blink, blink, blink. Oh. Ja, guck dir das mal an. Hier sind überall Punkte auf der Karte. Aber das sind nur Artefakte. Weil die Karte nicht abgedatet wurde, nachdem ich weggelaufen wurde. Das heißt, sie sind nicht mehr da. Die sind irgendwo hinter mir her und haben Blut geleckt. Ich kann jetzt versuchen, Munition herzustellen, aber wir haben nicht mehr genug Kupferplatten. Ich habe 16 Lasertürme. Okay. Ich laufe jetzt zu einem Posten, der noch mit Strom aus der Hauptbasis verbunden ist. Ich will sie mich nicht zur Hauptbasis locken. Und hier ist eine Basis gespawnt, direkt vor unserer Haustür. Also ich glaube, in den Größenordnungen, in denen wir jetzt arbeiten, was Basen und Kolonien und was weiß ich angeht, da braucht man echt mehrere Spieler auf einer Karte. Dann werden die Aufgaben aufgeteilt. Einer macht alle halbe Stunde eine Patrouille um die Basis rum. Ein anderer macht exploratives Töten außerhalb. Sonst wird das alles echt nichts. So, jetzt stellen wir jetzt hier ganz viele Türme hin. Türme, 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 da. Die können weg. Weg, weg. Und die Bahn wäre auch eine gute Verteidigungsmaßnahme. So, dann brauchen wir noch mehr Mauern, damit die da nicht angebissen werden. Ach du Kacke, die sind schnell. Ach, du warst nur ein anderer. Okay. Mau, 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 mau. Kommen die ersten schon oder ist was anderes? Genau, kommt schön einzeln, ist alles gut. Ich stelle mich mal hier hin. Und fange nur an zu schießen, wenn irgendwas zu nah rankommt. Es werden mehr! Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, weia. Jetzt noch Zug. Oh. Okay, ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich dabei sterbe. Das sollten wir versuchen zu vermeiden. Okay, in die Richtung Schleife ziehen kann ich knicken. Hört nicht auf. Da oben ist der Zug, da oben ist der Zug. Kommt hier mit, komm her, komm her. Zug fährt, Zug fährt, Zug fährt. Jo. Sehr viele Tote durch Zug. Goodie, goodie, goodie. Und keine Munition mehr. Mal wieder. Und jetzt habe ich echt gar keine mehr. Okay, Türme, tut euer Ding. Oh. Wenn die sich jetzt alle umdrehen würden und einfach die Wände kaputt beißen oder hinten rum, dann wäre vorbei. Aber Gott sei Dank ist das kein schlauer Haufen. So, jetzt müsst ihr eigentlich schon stehen bleiben können. Oh nee, doch, da kommt einer hinten rum. Ich hätte nichts sagen sollen. Boah. Was gucken wir noch nach, Zügler? Ah, die kriegen wir jetzt hin. Okay. Wir haben ein Ziel. Oh, Zug, ja. Also wir haben ein Ziel. Und das ist... Hier ist noch ein Set. Oh, wie geil. Also das wird definitiv unser Ölaußenposten. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 und hier mindestens 5, also 10 Ölvorkommen. Das heißt, selbst wenn die irgendwann leer sind, kriegen wir durchgehend ein Öl pro Sekunde. Also eine Einheit pro Sekunde. Super. Okay, du
töten wir den Nachzügler. Wir gehen derweil nach Hause und holen uns Ressourcen. Wir brauchen da dezent viele. So, und hier ist nichts an Verteidigung. Das ist schon mal sehr demotivierend. Bau bitte 5 Lasertürme. So, was wollen wir jetzt? Genau, ihr bringt mir Stahl, ihr bringt mir Chips, das ist gut. Ich brauche eigentlich aber Kupferplatten. Ah, da kommen Kupferplatten und Munition und sehr gut. Ich hätte gern übrigens 300 Schuss Munition. So. Genau, gib mir noch mehr Muni, 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 Muni. Gehen die Hälfte der Einheit. Ja, so. Die können wir hier rein. Oh, warte, wir brauchen genau 1000 für das andere Ding da, ne? Ja, müssen alle rein. So. Wenn wir jetzt wieder neue Alien-Artefakte bekommen, was ja doch recht wahrscheinlich ist, sollte ich die mir in der Hinterhand behalten und hier produzieren lassen. Bisher ist kein einziger fertig. Wir haben keine blauen Chips. Was ist da kaputt? Rote Chips haben wir 860. Habe ich die blauen ausgemacht, in irgendeinem Wahn Ressourcen zu sparen? Nö. Kiste ist mit Kram voll, aber nicht mit dem, was soll. Rote Chips sind genug da, grüne Chips. Öl, ja. Okay. Das ist so doof. Oh, apropos Öl. Da war in den Kommentaren noch eine Sache, dass wir eventuell nicht genug Fässer haben werden, weil der Außenposten da falsch eingestellt ist mit den Kisten. Das heißt, ich stelle jetzt erstmal von Hand ein paar Fässer her. Schmeiß in nahegelegene Provider-Chest. Hier zum Beispiel. Ja, werden hergestellt, gut. Schmeiß die gleich hier rein. Und dann gucken wir uns Öl 1 an, wie da mit den Kisten gearbeitet wurde. Weil laut Kommentar werden sich jetzt dann nach und nach immer mehr Fässer ansammeln. Und irgendwann ist im System nicht mehr genug an Fässern vorhanden, um den ganzen Zyklus aufrechtzuerhalten. Was ärgerlich wäre. Weil Öl jedoch sehr, 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 sehr wichtig ist. So, also Fässer zu Ende bauen. Lasertürme, ja. Ich hätte gern überall mehr Lasertürme. Und das ist Kleinvieh. Wenn so ein Schwarm, wie eben gerade, den wir gepult haben, mal von sich kommen würde, was sie unbedingt reinprogrammieren müssen, weil sonst hat man später nichts mehr zu tun. Also, ne? Wir sind jetzt schon in einer Phase, wo wir eigentlich nur noch rumlaufen und Ärger suchen. Und wenn wir Ärger finden, töten wir Ärger. Aber der Ärger kommt nicht von alleine zu uns. Wir haben zwischendurch Angriffe, aber das sind sehr kleine Grüppchen. Es müsste irgendwie ein Skript im Hintergrund laufen, der das Ganze versucht zu eskalieren bis zu einem gewissen Punkt. Also dass es machbar ist, aber nur wenn der Spieler wirklich aktiv diese Gebiete dann verteidigt. Und wenn die KI merkt, okay, da ist zu stark verteidigt, dann sucht es eine andere Stelle. Dass man wirklich so eine Art Gegenspieler hat. Das wäre richtig cool, aber ist bestimmt schwer zu realisieren. Ne, genau, mehr Lasertürme bauen. Munition habe ich genug. Distractor Capsule. Ja, die wären auch praktisch bei so einer größeren Horde. Einfach mal drum rumkiten. Hm. Na gut, Fässer. Komm rein. Fast, 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 fast. Wir gucken uns jetzt Öl 1 an. Tür auf. Tür zu. Nicht vom Zug überfahren werden. Sehr gut. Und der Zug ist auch gerade da hinten. Das ist sehr schön. Dann halten wir den kurz an und gucken, ob und was der geladen hat. Nicht, dass das alles voll ist mit ihm. Oh, der Zug ist gerade weg und nicht hier. Mist. So, hier sind okay. Das war das Problem, was angemerkt wurde. Wir haben hier sehr, 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 sehr viele leere Fässer. Mach mal bis da. Obwohl, dann wird er trotzdem reinlegen, oder? Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert mit den Dingern. Die nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. So, gucken wir mal, ob das Problem löst oder ob wir doch irgendwie auf die Provider-Chests umbauen müssen. Das sind sehr viele Fässer, verdammt.
So, das muss irgendwo zu Problemen geführt haben. Was auch erklären dürfte, warum die blauen Chips nicht produziert wurden. Gut, wie schaut's hier aus mit Öl? Langsam, aber stetig. Betonung auf langsam. Weil die machen nur noch 0,5, 0,4, 0,4. Und das wird später noch weniger werden. Schade. Das heißt, ich stelle jetzt auch noch mal mehr Fässer her. Und dann schmeißen wir die alle wieder in eine Provider-Kiste. Und dann haut das hoffentlich hin. Und wenn wir nochmal so einen Aliensbaum haben, merken wir uns, wir laufen zu dem Kupfervorkommen hier. Der übrigens fast aufgebraucht ist. Ja, ich verteile Fässer auf dem Boden. Ist mir bekannt, danke. So, da. So. Ja, komm, packen wir es in eine aktive Kiste. Alle Mann da rein. Eine Wand. Na, nicht eine, so. Ja, okay. Füllt mich auf, Jungs. Danach laufen wir wieder los und töten Dinge. Mein Angriff, aber da ist alles okay. Lila Tränke halten sich. Was macht der Strom eigentlich so? Hält sich bei 1,7 Gigajoule. Sehr schön. Und die Roboports verbrauchen doppelt so viel wie das nächstliegende Produktdingens. Ja, okay. Wir bräuchten eigentlich nochmal so viel, damit die schneller aufgeladen werden. Also da könnten sie ruhig einen Roboport MK2 entwickeln oder so, der mehr Energiespeicher hat oder schneller auflädt oder... Oder Logistikroboter MK2, die einen größeren internen Speicher haben. Das wäre schick. So, Forschung war fertig. Hatte ich in meiner Panik weggedrückt. Du. 1000 lila Tränke. Vorher was anderes? Combat Robot Damage. Destroyer Capsule. Nee. Logistikroboter Lab Efficiency. Rocket Damage. Nee, 1000 ist machbar. Wir haben genug Alien-Artefakte. Wir haben eventuell nicht genug blaue Tränke. Doch, da staut sich schon. Also wir müssten genug Ressourcen haben. Und die ganzen Sachen, die wir vorher erforscht haben, also Rocket-Geschwindigkeit 4 und 5, die haben ja auch jeweils 300 oder so Lila gebraucht und die waren innerhalb von einer Folge oder so im Sack. Also das wird jetzt 4-5 Folgen dauern, dann ist Rocket Defense durch und dann müssen wir das Scheißding noch bauen. Das ist das größere Problem, weil wir haben noch keinen einzigen hergestellt. Ja, hier. Bitteschön. Nimm noch mehr. Hau dir mal schön auf Vorrat. Ja, hier. So, hab ich zwar keine Chips mehr, aber was soll's. Ich brauch die auch nicht. Also, Öl. Keine andere Priorität. Außer Überleben und so. Aber, ne? Sonst Öl. Und diese doofe kleine Basis, die zu nah dran gekommen ist. Die müssen wir noch wegmachen. Immer so viel zu tun. Piu. So, und euch nehme ich mit zum Spielen. Ich hätte kurz mit dem Gedanken gespielt, sie nach oben zum Kupfer zu pullen, aber das sind viel zu wenig gewesen. Das lohnt gar nicht. So. Weg. Oh. Was? Schienen werden zerstört da unten. Warum zum Geier greift ihr Schienen an? Au. Oh. Noch eine neue Basis. Das ist komisch. Sehr komische Viecher. Aber gut. Du. Ah, sogar gar nicht mal so klein. Und weg.
vielleicht, bevor wir jetzt doch wieder runterlaufen zum Öl, noch ein paar Radaranlagen bauen, damit wir sowas schneller sehen. Nee. Sind keine wirkliche Bedrohung. Machen wir später.